Okay, dann geht's jetzt hier weiter mit Wirtschaft hacken. Ich habe hier den Uwe, er ist der zentrale Moderator beim Premium-Cola-Netzwerk. Und was ein zentraler Moderator ist, das muss er euch jetzt erklären. Viel Spaß mit Uwe! Okay, ja, moin. Das ist mein 5. Kongress. Und ich weiß noch genau, dass ich beim 1. Kongress in Hamburg schon den Traum hatte, mal auf einem Kongress reden zu dürfen. Und das ist jetzt wahr geworden. Insofern bin ich gerade sehr glücklich, aber auch sehr nervös. Und darf euch hier 40 Minuten was erzählen über etwas, was ich so im weitesten Sinne mit Wirtschaft hacken umschreiben würde. Und da ist natürlich erstmal die Frage für mich auch so in der Vorbereitung, bin ich eigentlich ein Hacker? Wie ist man denn ein Hacker? Und wenn man so von außen schaut, ja, ich hampel mit Linux rum, hab Tor, I2P, Freifunk, eine Piratebox zu Hause, hab endlich ein Lineage auf dem Handy, hat auch nur 2 Tage gedauert und versuche so einen mündigen Umgang mit Technik, was uns wahrscheinlich irgendwie verbindet. Aber ich bin da jetzt kein richtiger Profi, also wenn ich ein Problem habe, dann muss ich irgendwie Suchmaschinen und die Lösung in die Kommandozeile kopieren, damit es irgendwie gelöst wird. Gerüchte halber geht das vielen hier so, wäre ich mal ganz neugierig. Wer macht das noch so? Okay, das beruhigt mich ein bisschen, super. Was vielleicht aber so eine Verbindung ist, dass ein Computersystem oder ein Mobilgerät bestimmte Begrenzungen hat, die man nicht ändern kann. Also die Hardware, Gesetze, Strom, Physik, sowas sind alles Dinge, die gegeben sind, wo man nicht was machen kann. Und andere Dinge, die so als Gesetz gelten, die vielleicht aber nicht unbedingt gesetzt sein müssen. Also dass man auf dem Mobilgerät in der Regel nicht root selber sein darf. So, das ist irgendwie, gilt als normal in anderen Kreisen und ich finde so, nee, das geht so nicht, ich muss da irgendwie root sein. Also ich muss irgendwie einen mündigen Umgang mit Systemen aller Art, also auch mit technischen, aber vor allem auch mit wirtschaftlichen Systemen hinbekommen. Denn wirtschaftliche Systeme sind sehr mächtig, die haben sehr viel Einfluss auf uns, was wir essen, was wir trinken, was wir lesen dürfen, was für Medien es gibt, was wir konsumieren können und so weiter, wird alles von wirtschaftlichen Systemen mitbestimmt. Und da müsste man meiner Meinung nach auch die Dinge verbiegen und zu was Besserem kommen, idealerweise zu eigenen Lösungen kommen. Und da gibt es dann eben aber auch Dinge wie Hardware, also Autobahnen zum Beispiel, Gesetze, Steuerrecht, was man nicht ändern kann, aber viele Dinge eben, die man doch ändern kann. Und da habe ich in insgesamt 6 Bereichen, habe ich selber gerade gelernt, ziemlich viele Dinge geändert und arbeite da meistens in Gruppen, aber stehe heute hier alleine, weil ich es auch viel gestaltet habe. Und ich erzähle auch in der Ich-Form, damit ihr es so ein bisschen vielleicht mitspüren könnt und vielleicht so ein bisschen Motivation bekommt, in euren wirtschaftlichen Zusammenhängen auch die Dinge zu verbiegen. So, ich mache das in verschiedenen Bereichen, also Getränke wurde schon genannt, Veranstaltungen, Unternehmensbegleitung, Festivallogistik und Hausverwaltung. Und ich erzähle so nach und nach aus jedem dieser Bereiche ein bisschen was. Mit dem zentralen Gedanken, dass es in allen Bereichen reicht, wenn eine Person sich auf den Weg macht und den entscheidenden Exploit oder den entscheidenden Weg, die entscheidende Lösung findet. Also man braucht natürlich eine Gruppe, um Dinge zu tun, aber es reicht manchmal eine Person, um Dinge anzustoßen, um Dinge zu ändern. So, dieses Ändern habe ich im Wesentlichen mit einem Getränkekollektiv gemacht. Das gibt es jetzt 17 Jahre, das habe ich damals gegründet. Wir verkaufen pro Jahr 1,5 Millionen Flaschen. Das ist so ein Marktanteil von so 1,5 Promille im Vergleich. Aber wir liefern in 200 Städte in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und tatsächlich an 23 Hackspaces habe ich mal gezählt. Also besser könnte es nicht laufen. Und haben da insgesamt 1700 Partnerinnen und Partner, mit denen wir arbeiten. Und haben mit all diesen, das ist vielleicht so der erste große Hack, keinen einzigen schriftlichen Vertrag. Weil ich der Meinung bin, dass eine Zusammenarbeit immer auf freiwilliger Basis sein sollte. Und wenn eine Seite unzufrieden ist, dann muss man sie nicht mit einem Vertrag zu Dingen zwingen, die sie gar nicht mehr tun will, sondern man muss dann die Vereinbarung ändern, wenn jemand unzufrieden ist. Deswegen haben wir keinen einzigen schriftlichen Vertrag mit 1700 Partnern. Und wir haben in der ganzen Zeit, also 17 Jahre, auch keinen einzigen Rechtsstreit gehabt. So, und das ist so ein bisschen ein Beleg von hoffentlich vielen für die These, dass es nicht nur möglich ist, Wirtschaft und Zusammenhänge zu hacken, sondern auch, dass es besser möglich ist, also dass man zu besseren Ergebnissen kommt. So, eine wesentliche Aufgabe von Unternehmen, das lernt man so an der Uni, ist die Erzielung von Gewinnen. Und das wird dann so oft so hingenommen, ja, das ist so, Unternehmen müssen Gewinne erzielen, aber ich bin der Meinung, das ist schon irgendwie zu hinterfragen, weil Gewinne ja bedeuten, dass man letztlich zu viel eingenommen hat, nachdem man alle Zutaten, alle Lieferanten, alle Mitarbeitenden bezahlt hat, für Krisen vorgesorgt hat, wenn dann immer noch Geld über ist, hat man aus meiner Sicht was falsch gemacht. Man hat entweder den Lieferanten zu wenig abgegeben von den Einnahmen oder man hat von euch als Konsumenten zu viel genommen. Und deswegen haben wir die Lösung ausgegeben, wir wollen also eine schwarze Null am Jahresende haben. Es darf keine Person geben, die Gewinne mitnehmen kann. Denn wenn das so wäre, dann hätten wir falsche Anreize im System.
Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit für Einzelne, also Inhabende typischerweise, die Lieferanten schlechter zu bezahlen, damit mehr für sie übrig bleibt. Und von den Konsumenten mehr Geld zu nehmen, damit mehr für sie übrig bleibt. Also wir hätten quasi eine Belohnung fürs Danebenbenehmen im System durch Gewinne. Und das halte ich für irgendwie Quatsch. Deswegen sagen wir, wir wollen keine Gewinne haben. Dann ist für die meisten Unternehmen klar, dass man zum Start vor allem Startkapital braucht, dass man sich häufig leiht von Investoren. Wenn ich so Gründer kennenlerne, dann ist so die erste Frage oft, wie viel Prozent soll ich denn an Investoren abgeben? Vielleicht willst du gar keine Investoren haben, weil wenn du Investoren hast, dann setzen die dir natürlich ein Zeitfenster, in dem sie das Invest zurückhaben wollen. Und dadurch hast du ganz viel Druck im System und musst pushen beim Verkauf, pushen bei den Mitarbeitenden, überall Druck ausüben, was du vielleicht gar nicht möchtest. Und deswegen, wenn es irgendwie geht, vermeide es doch, mit Krediten zu arbeiten und baue so ein Projekt langsam auf. Das haben wir gemacht, also keine Kredite. Hat 7,5 Jahre gedauert, bis ich überhaupt einen Anteil pro Flasche haben konnte und 8,5, bis ich davon leben konnte. Aber das war der gesunde Weg, ohne Druck von einem Investor. Was wir auch nicht haben wollen, ist Werbung. Werbung ist häufig ja unverlangte Kommunikation, um die man gar nicht gebeten hat. Gehst ins Netz, klappen irgendwelche Banner auf, gehst über die Straße, fährt ein LKW vorbei mit Werbung, Litfaßsäule, Zeitungen, alles ist voll mit Werbung, die man gar nicht wollte und die ihr aber letztlich bezahlt über einen Anteil im Produktpreis. Und da haben unsere Konsumenten gesagt, dass wir sind noch nicht bescheuert und zahlen mehr, damit wir dann mit Werbung belästigt werden. Wir streichen das Werbebudget komplett. Gibt's nicht. So, und dann wird das natürlich alles langsamer, aber es darf auch langsam sein aus dem genannten Grund. Dann hat man wenig Druck. Insofern, Werbung haben wir auch gestrichen. Und das geht angeblich ja nicht. Ne? Habe ich auch noch gelernt in der Ausbildung. Wer nicht wirbt, der stirbt und so. Ne? Geht doch, kann man machen. So, da hat man von so einem Unternehmen häufig ein Bild, da gibt es irgendwie ein Gebäude, irgendwie ein Büro, da gehen dann Leute hin, arbeiten da, da sind da Maschinen, Fahrzeuge, all sowas und das ist das Unternehmen. Und wenn man das so aufbaut, also einen Ort definiert, dann zwingt man die Menschen, die da arbeiten wollen, dass die irgendwo in der Nähe wohnen, weil die müssen ja regelmäßig an diesen Ort fahren und zurück. Und das halte ich für eine krasse Einschränkung, die man nicht unbedingt haben will, deswegen haben wir gesagt, wir haben keinen zentralen Ort. Wir haben natürlich eine Abfüllanlage, die von Leuten betrieben wird, die dort auch wohnen wollen. Ja, das ist klar, da hat man Maschinen. Aber alle anderen Funktionen, die nicht an den Ort gebunden sind, dürfen bitte arbeiten, wo sie wollen. Das heißt also alles online, so, um diese Einschränkung nicht zu haben. Und dahinter steckt ein Grundwert, der für mich das Einzige ist, was man, glaube ich, nicht diskutieren kann. Das ist die Gleichwürdigkeit aller Menschen, so habe ich es genannt. Also steht da in der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, alle Menschen sind grundsätzlich frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So, und das ist in dem Rest der Welt schon nicht so standardmäßig umgesetzt und in der Wirtschaftswelt schon gar nicht. Da dürfen nämlich die Menschen, die etwas haben, die Bestimmungsmacht ausüben, also anderen Menschen die Orte und die Zeiten und die Arbeiten festlegen. Und die dürfen auch dann die Gewinne einstreichen. Und das ist irgendwie eine Logik, die ich nicht verstehe, weil die sind jetzt ja nicht mehr menschenwürdig als andere Menschen, die für das Ding arbeiten. So, und dann muss man weiter überlegen, ein Unternehmen wirkt sich nicht nur auf die Menschen aus, die da arbeiten oder die remote an was arbeiten, sondern auch auf alle Lieferanten, alle Kunden, alle Partner. Das heißt, wir müssen eigentlich alle Betroffenen des Unternehmens einladen, die Bestimmungsmacht gemeinsam zu nutzen. Das heißt, wir wollen alle Entscheidungen mit allen Betroffenen gemeinsam treffen. Die Lieferanten, die Konsumenten, die Konsumentinnen, alle, die von uns betroffen sind, können mitreden. Und mit denen wollen wir dann eine sehr solide Demokratieform haben, die das Ausbeuten von Einzelnen wirksam verhindert, nämlich eine Konsensdemokratie. Das heißt, dass ein Veto, egal von welcher Person, ausreicht, um einen Vorschlag zu blockieren. Und das muss auch so sein, damit wir diese Person nicht ausbeuten können. Und das heißt aber andersrum, dass wir uns dann bemühen müssen, alle Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen so zu erfassen und zu erheben und in eine Lösung zu gießen, dass wir dann einen Vorschlag machen können, der eben kein Veto bekommt. Und das machen wir seit 17 Jahren so, mit 236 Leuten im Moment in einem Online-Forum, die da gemeinsam die Entscheidung treffen können. Und das sind zur Hälfte ungefähr, sind das gewerbliche Partnerinnen und Partner und zur Hälfte sind das Konsumentinnen und Konsumenten. Ihr müsst eine Flasche trinken, eine vorhandene Person mal persönlich sehen und euren Klarnamen angeben, dann könnt ihr da rein und könnt da mitreden, weil ihr betroffen seid, wenn ihr eine Flasche kauft oder wenn ihr mit uns irgendwie eine gewerbliche Funktion habt. Und das ist aus meiner Sicht, auch wenn es erstmal unmöglich klingt, ne, da hat man dauernd Trolle, ist so ein Vorurteil, das dauert ewig, ist auch ein Vorurteil, kann ich alles nicht bestätigen. Also Entscheidungsdauer bei uns sind so 2-3 Wochen. Vetos haben wir 1-2 im Jahr. So. Also das geht völlig entspannt, wenn man so mit Menschen umgeht, dass die auch sich entsprechend verhalten. Also das ist, glaube ich, eh klar. Menschen sind grundsätzlich gut, glaube ich. Und wenn man ihnen respektvoll und wertschätzend entgegenkommt, wird man fast immer eine ähnliche Antwort bekommen. Wer von euch mag es nicht, wertschätzend und respektvoll behandelt zu werden? Ja, das mögen wir alle irgendwie. Wer würde dann nicht erstmal in einer ähnlichen Weise reagieren? Das ist doch auch klar. Deswegen kann man das so machen und hat dann eben sehr wenig
Probleme. Also der Entscheidungsverlauf ist typischerweise so, eine Person gibt ein Thema ein, man redet darüber, 2 Wochen sowas ungefähr, dann macht eine Person, ist auch egal wer, einen Beschlussvorschlag, dann wartet man noch ein paar Tage bis eine Woche und wenn da kein Veto kommt, dann ist das der Beschluss. So, und damit betreiben wir das Unternehmen seit 17 Jahren, das geht. Und wir haben tatsächlich nur 3 Situationen gehabt, wo wir nicht einen Konsens erreichen konnten. Die ersten beiden waren Geschmackssachen, Kunstbild auf den Etikettenrückseiten, Text auf der Vorderseite, da wird man sich nicht einig. Dann durfte ich eine Entscheidung treffen als Gründer, damit wir weiterarbeiten können. Und die dritte war eigentlich total super, das war eine Fehlproduktion mit einem doppelten Koffeingehalt drin. Das ist aber nicht legal, das musst du laut Gesetz unverzüglich zurückrufen. Also habe ich alle gebeten, bitte unverzüglich, weil wir müssen. Und das waren die einzigen 3 Situationen, wo wir doch nochmal eine Entscheidung des Gründers brauchten. So, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, weil das auch zeigt, dass das ganz gut funktioniert, so ein System, oder funktionieren kann. So, das erste Jahr haben wir Plenumsdiskussionen gemacht, wir wussten es nicht besser, haben dann gelernt, das ist furchtbar anstrengend und super zeitfressend und kann sehr nervig sein. Dann haben wir 12 Jahre lang mit einer Mailingliste gearbeitet und haben gelernt, das kann auch super anstrengend und nervig und zeitfressend sein. Und haben dann seit 4 Jahren ein PHP-BB, ein Board, mit dem wir arbeiten und diskutieren, was so ein bisschen so der kleinste gemeinsame Nenner ist zwischen Leuten, die sowas programmieren könnten im Schlaf und Leuten, die den Login-Button nicht finden. So, da müssen wir irgendwie so eine Basis finden. Und damit kann man das Unternehmen steuern sozusagen. Und dann kommt man zu anderen Ergebnissen, wenn man so rangeht. Es ist zum Beispiel für uns völlig klar, dass wir die Kalkulation, also wer kriegt welchen Anteil pro Flasche, allen Betroffenen offenlegen, damit wir gemeinsam diskutieren können, wer welche Anteile bekommen sollte. Und wenn wir das gemeinsam beschlossen haben, dann gibt es wiederum weniger Streit um Geld, weil ja die Entscheidung gemeinsam getroffen wurde. Wir haben für uns völlig klar Einheitslöhne definiert, dass alle Menschen, die für das Projekt arbeiten, das gleiche pro Stunde bezahlt bekommen. Im Moment sind es 18 Euro. Und wir haben Zuschläge diskutiert für Menschen, die Kinder haben, für Menschen, die eine Behinderung haben und für Menschen, die einen Arbeitsplatz zu Hause oder im Coworking-Platz brauchen. Die kriegen diesen Platz bezahlt. Das war's aber. Das heißt, man kann nicht mehr verdienen durch Verantwortung, Betriebszugehörigkeit, Erfahrung, Skills oder durch Langeweile der Tätigkeit, Abwesenheit von zu Hause, Anstrengung, komplizierte Tätigkeiten und so weiter. Haben wir lange diskutiert, 32 Faktoren, haben einmal gesagt, wisst ihr was, Freunde, Einheitslohn mit den genannten Zuschlägen nach Bedürfnissen, also nach Kinderbehinderung, nach Arbeitsplatzbedürfnis. Das ist was, was man nicht wegdiskutieren kann. Und wir werden, glaube ich, in Zukunft noch weitere Löhne bekommen, also Ergänzungen für Menschen, die ihre Eltern pflegen, wenn die ersten von uns in das Alter kommen, und Menschen, die in sehr teuren Städten wohnen, wenn das mit den Mieten weiter so wahnsinnig wird, dann wird es noch eine Ergänzung geben. So, und dann ist was Spannendes passiert letztes Jahr. Wir hatten nach langen Jahren des leichten Wachstums eine Flaschenzahl-Schrumpfung. Also das ist kleiner geworden, das Projekt, weil ein Kunde, die Fusion, das Festival, hat 1 Jahr Pause gemacht. Da haben wir dann gemerkt, da fehlt ein ganzer Lastzug mit Getränken. Und dann war meine Argumentation bei dem Jahrestreffen, was wir jedes Jahr machen, wir müssen irgendwie diesen Verlust auf andere Weise ausgleichen, also mit anderen neuen Kunden das kompensieren, damit wir bei diesen damals 20 Euro bleiben können. Und dann wurde es abgelehnt mit Vetos, mit der Begründung, dann haben wir ja Druck bei der Arbeit. Dann müssen wir ja Kunden finden und überzeugen und so. Ich sage, ja, stimmt schon, aber wir müssen auch, dass wir es auszahlen wollen, müssen wir auch einnehmen. Insofern, ja gut, dann ist das so, dann senken wir unseren Lohn. So war dann Konsens. Und das fand ich extrem spannend, weil das zeigt, dass die Leute sich lieber den eigenen Stundenlohn reduzieren auf 18 Euro, als nur ein bisschen Druck zu machen, dieses Nullwachstum, das ist ja gar nicht mal viel verlangt, ne? So, das zu kompensieren. Und die 18 Euro sind anscheinend auch ausreichend, sonst hätte man darauf nicht runtergehen können. Also das fand ich sehr spannend, dass wir da anscheinend so eine gute Lohnformel gefunden haben. So, das Konzept an sich ist natürlich Open Source, ist auf der Homepage von uns beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Wir kooperieren mit anderen Getränkeherstellern, anstatt zu konkurrieren. Das ist auch viel entspannter, spart ganz viel Stress und so weiter. Und wir hatten sogar mal eine Prüfung von Vater Staat. 2013 kam das Finanzamt und wollte mal unsere Steueranmeldung überprüfen und alle Buchungen der letzten 3 Jahre. Und da gab es dann noch ein extra Problem, dass unsere Buchhalterin vorher mit Buchhaltung wenig Erfahrung hatte. Die hat vorher Partys organisiert. Und bei uns durfte sie aber das mal probieren mit Buchhaltung. Warum? Menschen sind dann glücklich in der Arbeit, wenn sie was machen, was sie einigermaßen beherrschen und was sie gerne mögen. Und wenn beides gegeben ist, dann sind sie glücklich, dann haben wir mit denen wiederum weniger Ärger. Das heißt, wir müssen uns quasi immer daran orientieren, was die Menschen gerade tun wollen und können. Also da mitwachsen. Und wenn jemand von Partyorganisation auf Buchhaltung wechseln will, müssen wir diesen Raum lassen. Aber das kann halt auch mal schiefgehen in der Buchhaltung, ne? Und da hatten wir aber Glück, dass die Buchhalterin Katja eine sehr gute geworden ist und dass wir ganz bewusst als kleines Unternehmen uns an die Steuerregeln halten. Also für große Unternehmen gelten ja leider nicht die gleichen Gesetze und Steuerregeln wie für kleine. Das heißt, wir müssen uns dran halten und die nicht. Aber wir sind dann mit
zu null, also keine einzige Beanstandung aus dieser Steuerprüfung rausgegangen. Bei so einem Hippie-Chaos-Projekt könnte man es jetzt vielleicht irgendwie nennen. Aber das ist, glaube ich, der Beleg, dass das nicht nur geht, ein Unternehmen komplett im Kern anders aufzustellen, anders zu denken, aufzumachen, den Zweck anders zu definieren, die Gewinne zu streichen, all das ist möglich. Und es geht nicht nur, es geht sogar besser. So. Das kann ich hoffentlich auch noch an mehreren Bereichen darlegen. Der zweite Bereich, den ich euch kurz erzählen will, das ist deutlich kürzer, dreht sich um Veranstaltungen und Begleitung von anderen Unternehmen. Das haben wir vor 10 Jahren angefangen, haben mittlerweile 750 Veranstaltungen hinter uns, also ich selber, wir insgesamt haben 1000 gemacht. Wir sind mittlerweile 4 Leute, die rumfahren und Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen und so weiter machen. Alles rund um das Thema, wie kann man Wirtschaft anders machen und menschlicher machen. Und wir haben von Anfang an so die Rückmeldung gehabt, wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr auf jeden Fall feste Honorare haben, so 500 Euro Minimum, darunter kommt man nicht, sonst lohnt sich das nicht und so weiter. Und ich dachte mir irgendwie, das ist Quatsch, wenn jetzt ein Hackspace anfragt, kannst du mal kommen, kann ich doch nicht sagen, ja 500 Euro. Ne? Und habe überlegt, ich müsste eigentlich immer fragen, was ist für den Veranstalter fair und leistbar? Diese beiden Worte, ne? Dann kann er nachdenken so. Jemand wie Volkswagen überlegt dann erstmal, macht 3 interne Sitzungen, um sich der Frage zu nähern. Ne? Da haben wir schon was geändert, bevor ich überhaupt da war. Aber die Frage ist immer gleich, was ist fair und leistbar? Und egal, was die Antwort ist, es kommt jemand von uns. So. Und das heißt natürlich, dass es ein paar geben muss, die mehr zahlen, damit die meisten in der Mitte so und vor allem die, die nichts haben, ausgeglichen werden. Aber das geht seit 10 Jahren, geht das auf. Und wir sind jetzt 4 Leute, die rumfahren. Also auch da ist es nicht nur möglich, es ist sogar besser möglich. Dritter Punkt, was wir auch machen mit dem gleichen Modell, was ist fair und leistbar, ist die Begleitung von anderen Organisationen. Typischerweise Gründer und Gründerinnen, aber auch vorhandene Unternehmen, die sich ein bisschen bewegen wollen. Es gibt gerade so einen Trend, Augenhöhe, New Work, Arbeitswelten 4.0, das heißt immer anders, aber letztlich geht es darum, das Ganze menschlicher zu machen. Und die begleiten wir dann auch, haben über 40 davon begleitet, verschiedenster Art und Größe. Altenpflegeheime, die Deutsche Bahn war dabei und kein Witz, die Regierung der Arabischen Emirate. Ich habe Beweisfotos, ich war da, ich habe denen ein bisschen geholfen. Und da haben wir 3 Dinge gelernt, die ihr vielleicht gebrauchen könnt, wenn ihr in euren Organisationen was wandeln wollt. 3 Dinge, die in allen Organisationen ähnlich waren. Was überall was bringt, ist der Austausch zwischen den Betroffenen des Unternehmens. Also nicht nur die Mitarbeitenden, das wäre schon gut, sondern auch die Lieferanten, die Nachbarn, die Kunden, die Betroffenen. Da liegen häufig die versteckten Potenziale, die man sonst eben nicht heben kann, wenn man sich nicht austauscht. Dann ist es deutlich schwieriger und langwieriger, ein vorhandenes Unternehmen zu wandeln, als ein neues aufzubauen. Deswegen ist unser Learning daraus ist sozusagen, das muss Zeit haben. Das darf nicht erzwungen werden, übers Knie gebrochen werden, das braucht Zeit. Und das Dritte, was vielleicht ein guter Hebel ist, um sowas anzustoßen, ist, was überall was bringt, behaltet eure formale Kommandostruktur, die ihr habt. Top-Down-Pyramide ist ja häufig, ne? Behaltet das. Dann habt ihr was zum Zurückkehren, wenn das Neue nicht klappt, aber gebt als Ziel raus, das möglichst nie zu benutzen. Ja, also möglichst nie Anweisungen zu geben. Weil dann öffnet sich ein Raum für gemeinsam gefundene bessere Lösungen, die man sonst eben nicht hätte. Sonst gibt einer die Anweisung und das muss dann ausgeführt werden. So. Und das vielleicht für euch so, wenn ihr was wandeln wollt, wenn ihr das eurer nächsthöheren Führungskraft oder selber eine seid, das mal mitnehmt. Behaltet die Struktur, dann muss keiner Angst haben, alles ist gut, es ist genauso wie vorher, aber benutzt sie nicht. Das ist häufig der Hebel. So, 4. Bereich, was wir auch seit ein paar Jahren machen, seit 4 Jahren, ist Festivallogistik. Läuft normalerweise so, dass man die zu liefernden Mengen und die Termine in so eine Frachttabelle schreibt. Das schickt man an Speditionen, holt sich 3 Angebote ein und dann kriegt der Günstigste den Auftrag und dann werden die Fahrer getreten und müssen die Termine halten und so weiter. Das geht aber auf jeden Fall besser. Und im Fall der Fusion, wo wir das gemacht haben, da war das auf jeden Fall so, dass es am 1. von 2 Anliefertagen morgens eine Schlange von 18 LKWs gab, als das vorher jemand professionell mit Frachttabelle organisiert hat. Und dann war es halt stressig, es musste schnell geladen werden, es gab dann Bruch, also Kisten sind umgefallen, man musste alles anhalten, erstmal auffegen, Fahrer sind sauer, es gibt eine schlechte Stimmung, es fallen Standgebühren an, also alles eigentlich schlecht sozusagen. So, und wir haben dann übernommen und haben das Ganze im Konsens gemacht. Das heißt, wir haben die Liefertermine mit den anderen Getränkeherstellern, mit den Leuten auf dem Gelände und mit den Speditionen im Konsens abgestimmt. Und haben denen jeweils die Telefonnummern der anderen gegeben, was sonst nämlich gar nicht geht. Du darfst den Kunden nicht selber anrufen, da darfst du natürlich, damit man sich abstimmen kann und gemeinsam einen besseren Fluss der Logistik hinbekommt. Und das ist bei 58 LKWs erstmal eine Aufgabe, die schon ein bisschen dauert. Aber dann war es so, dass wir nicht 2 Anliefertage hatten mit 12 Stunden Arbeit, sondern 2 Tage mit 8 Stunden Arbeit. Wir haben nicht 80 Kisten zerbrochen, sondern nur 2.
wir haben Vollgut, was vorher geschreddert wurde, haben wir dann quasi einfach wieder gewaschen und zum nächstgelegenen Händler nach Berlin gebracht. Und wir haben aus Versehen 5.000 Euro Logistikkosten gespart. Ja? Das war überhaupt nicht der Plan. Wir wollten das nur menschlicher machen. So, ne? Also wieder meine These, es geht nicht nur, es geht auch besser so. Und das letzte Thema, das habe ich jetzt ein bisschen länger Zeit für mich gerade gesehen, das machen wir jetzt seit 3 Jahren, war so der Gedanke, wie können wir denn diese Ideen noch in andere Branchen tragen, wo es eigentlich richtig kaputt ist? Immobilien. Wer von euch kennt eine Hausverwaltung, die was taugt? Ein paar Hände, okay, aber die sind leider selten. Ne? So, dann haben wir angefangen und haben quasi nach und nach 7 Häuser von anderen Eigentümern verwalten dürfen und haben da wieder gesagt, wir müssen doch eigentlich einen Konsens erreichen, also mit den Leuten, die da wohnen und den Nachbarn und den Handwerkern und den Eigentümern irgendwie eine gemeinsame Lösung finden. Und haben dadurch in den Häusern im Schnitt 50 Euro pro Monat weniger Nebenkosten erreicht, was auch gar nicht geplant war. Es war nur logisch, dass wir nicht jetzt Rauchmelder von Brunata Metrona mieten für 7,50 Euro das Jahr und dann kann man einfach einen kaufen für 10 Euro und das lohnt sich dann schon ziemlich schnell, dass wir Heizöl dann bestellen, wenn der Preis gut steht und nicht, wenn der Tank leer ist. Also alles so Dinge, wo man sich denkt, das ist doch klar, ne? Wieso macht das nicht jeder so? Und wir haben in der Zeit auch keinen einzigen Rechtsstreit da mehr gehabt und diverse Sanierungen da in den Häusern im Konsens mit den Handwerkern durchgeführt. Und wer meinen Twitter kennt, Handwerker sind nochmal so eine eigene Geschichte, da könnte ich einen eigenen Vortrag drüber machen. Mit denen geht das oft nicht so gut mit Konsens, da muss ich noch ein bisschen was lernen. Aber auch da ist es möglich sozusagen zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und am 1.3. diesen Jahres haben wir dann das bis jetzt größte Projekt übernommen als Verwaltung. Das ist ein Grundstück mit 3 Häusern in Hamburg, mit 7 Mietern. Und da waren diverse Dinge zu tun, die aber erst irgendwie nicht so richtig flutschten, weil die Bewohner irgendwie sich so gesperrt haben. Wir haben denen halt schon zu Anfang so einen Brief geschrieben, so hey, guck mal, ne, wir sind folgende Leute, guck mal im Netz, wir brauchen so und so einen Konsens und so. Und das war irgendwie total zäh und sperrig und ich habe erst gar nicht verstanden, warum. Und dann kam raus, die haben das nicht geglaubt. Die dachten, das sind Fake oder irgendwie, wir nehmen die auf den Arm oder so, ne? Wir wollen euch mitreden lassen. Und dann wurden plötzlich doch Dinge möglich. Wir haben zum Beispiel einen Kellerraum, der war vorher fest verschlossen, der war nicht zugänglich. Den haben wir wieder geöffnet mit einer Leiter und einem Licht und so, dass die jetzt da einfach 9 Quadratmeter mehr Platz haben. Und das haben die halt erst abgelehnt, weil sie dachten, es steigt die Miete. Steigt aber nicht, ne? Warum machen wir trotzdem? Und das ging dann. Oder wir haben einen Dachboden neu ausgebaut, wo vorher einfach kein nutzbarer Raum war. Und der ist jetzt nutzbar. Und der Mieter hat aber die Erlaubnis gegeben, dass wir das dort sanieren. Und die Handwerker haben dann entschieden, wann sie das machen wollen und welche Dachziegel sie nehmen und so weiter. Also das war alles quasi im Konsens vereinbart. Und dann hatte der Mieter ein Vetorecht, ob seine Miete steigt durch den extra Raum. Weil wenn wir einen extra Raum ihm geben, kann man schon diskutieren. Das ist ja auch eine Investition, dass wir dann da die Miete anheben müssen. Aber wenn er einfach die gleiche Rente wie vorher hat und da seit 40 Jahren wohnt, wenn wir dem die Miete erhöhen, was soll der machen? Soll der wegziehen nach 40 Jahren? Wohin denn mit seiner kleinen Rente? Soll der sich umbringen? Oder, ne, das geht nicht, dem kannst du nicht die Miete erhöhen. Und dann haben wir ihn gefragt, wie sieht's denn aus? Rechne mal, ne? Wenn du sagst, es geht nicht mehr, ist es okay. Du hast Vetorecht, es kann auch dabei bleiben. Wenn du sagst, es ginge mehr, sag uns bitte wie viel und dann vereinbaren wir das. Aber erstmal vorläufig sozusagen. Du guckst dann, wie es dir damit geht. Und dann kam er nach einer Woche und sagte, ja, nö, 100 Euro extra wären möglich. Okay, gut, dann ist das die Vereinbarung. Und dann kam er einen Tag später und meinte, ja, wir können ja einfach den Mietvertrag jetzt erneuern. Ne? Und wir so, nee, warte mal, dein Mietvertrag ist 40 Jahre alt, das ist schon ganz gut so, dass du den behältst. Der schützt dich gegenüber dem Eigentümer, ne? Also so, behalt den mal. Und dann haben wir mal nachgerechnet und haben herausgefunden, dass der frühere Verwalter das gleiche Haus sozusagen auch schon mal saniert hatte mit dem gleichen Dach. Der hat damals 30.000 Euro bezahlt und der Eigentümer jetzt hat 20.000 Euro bezahlt, weil wir den Zeitpunkt abmachen konnten mit den Handwerkern, weil die Handwerker die Dachziegel wählen durften, weil es alles im Gemeinsamen war und deswegen einfach weniger Widerstand gab. Also auch da meine Behauptung, ne, es geht nicht nur, es geht sogar besser, wenn man Wirtschaft sozusagen einmal komplett anders anfasst und vom Menschen her denkt und sich daran entlang hangelt. So, und das ist dann was, da braucht man natürlich eine Gruppe an Leuten, die dann da mitarbeitet, klar, man braucht Leute, die das dann umsetzen, man braucht Handwerker, die es verstehen, Mieter, die es verstehen, all sowas, aber es reicht im Zweifel eine Person, um sowas zu zünden. Und ich hatte am Anfang bei den Getränken keine Erfahrung, kein Startgeld, keine Ahnung, wusste überhaupt nicht, wie sowas läuft. Ich hatte bei den Veranstaltungen keine Ahnung, ich hatte bei den Beratungen keine Ahnung, ich hatte bei Festivallogistik keine Ahnung, bei Hausverwaltung schon gar nicht. Und trotzdem ist es irgendwie gelungen, einfach durch das andere Herangehen an die Zusammenhänge, die Dinge zu was Besserem zu verbiegen. Und dafür kann eine Person ausreichend sein. Und dazu bin ich heute hergekommen, um euch
zu motivieren, in euren Zusammenhängen was Ähnliches zu machen und die Zusammenhänge, die wirtschaftlichen, in was Menschlicheres zu verbiegen. Also bitte, Wirtschaft hacken ist nicht nur der Titel, das ist auch meine Aufforderung an euch. Hackt es bitte. So, das war mein Talk. Wow, danke schön, Uwe. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also wenn ihr Lust habt, Uwe eine Frage zu stellen, dann kommt bitte an die Mikrofone. Zwei im Raum. Ansonsten gibt es schon Fragen aus dem Internet vielleicht. Ich höre nichts vom Signal Angel, dann machen wir mal hier rechts eine Frage. Gab es bei den Forumsbeteiligten jemals das Bedürfnis, etwas anonym zu diskutieren oder geht alles mit Klarnamen, egal was das Thema ist? Wir haben einen Teil der Diskussion anonymisiert, wenn es um persönliche Probleme von einzelnen Personen geht. Also wenn Bernd, nenne ich mal einen Namen, ein Drogenproblem hat, dann können wir nicht mit allen über Bernd als Person diskutieren. Das wird dann anonymisiert natürlich. Das war es aber. Und ich glaube, wenn ich so zurückdenke die ganzen Jahre, es gab ab und zu mal so den Gedanken, ob das irgendwie hilfreich wäre, anonym oder auch nicht. Wir sind aber letztlich dabei geblieben und wir haben tatsächlich eine so gute Diskussionskultur, du bist auch gern eingeladen, dich davon zu überzeugen, dass ich da nicht dran drehen würde. Oder ich hätte die Sorge, wenn wir es anonym machen, dann würde das mehr Raum lassen für unangenehme Wortbeiträge, weil man eben nicht weiß, wer es war. Und wir hatten auch nur einmal den Fall, dass wir jemand androhen mussten, da ausgelockt zu werden, als die Person dann andere diskriminiert hat über ihre ausländischen Vornamen. Das geht natürlich gar nicht. Aber das war ein einziges Mal und ansonsten sind wir mit der Lösung so gut gefahren, dass ich sie auch nicht anfassen würde. Okay, dann bitte hier links. Hallo, eine Frage. Wenn du bist ja bei der Hausverwaltung ein bisschen eher steuernder Manager, also du hast ein bisschen mehr Kontrolle. Wenn du jetzt Dienstleister bist, bist du ja auch in anderen Rollen. Wie kriegst du denn dein Gegenüber, was im aggressiven Mode und im Pressing-Mode ist, dazu zu lockerer zu werden und die Termine besser zu konsensfähig zu machen? Wie kriegst du das Gegenüber dazu mitzumachen? Ist mit einem Wort, langsam. Bei der Fusion war es so, dass wir zuerst nur unsere Getränke auf die Art organisieren durften. Im nächsten Jahr waren es die alkoholfreien und im dritten Jahr waren es dann alle. Weil die natürlich auch Angst hatten, dass wir da mit unserer Methode irgendwie Schiffbruch erleiden und dass es nicht vernünftig klappt. Und ein Festival ohne Bier wäre halt echt scheiße. Insofern waren die da vorsichtig und das verstehe ich auch. Und das ist, glaube ich, also wenn ich so über die ganzen Projekte nachdenke, es war immer der Faktor, Zeit lassen. So schnell machen, wie man es schafft und nicht schneller. Weil wenn du schneller bist, als du eigentlich kannst, machst du Fehler, holst dir Probleme ins Haus, machst dir unnötigen Stress, den du eigentlich nicht brauchst. Können wir nochmal das Mikrofon anmachen? Also erstmal nur einen kleinen Schritt anbieten, gar nicht. Genau. Okay. Genau, langsam. Okay, danke. Dann einmal hier rechts, bitte. Hallo. Gab es mal einen Fall von jemandem, der versucht hat, das System wieder zu exploiten, was ihr da gebaut habt, und sich wieder eine Machtposition zu machen? Oder konnte das, und wenn ja, konnte das Konsenssystem das wieder abfangen und die Person rechtzeitig in ihre Schranken weisen? Mhm. Und zweite kleine Frage, kann ich hier irgendwo mal die Limo probieren? Also ich wollte jetzt hier nicht Werbung für die Getränke machen, aber es gibt sie auch hier. Das ist für uns auch eine sehr große Ehre, sage ich ganz ehrlich. Also die Cola und das Bier gibt es hier. So. Also es gab ab und zu mal Menschen, die versucht haben, sowas zu exploiten. Das ist auch so. Also nicht alle Menschen sind gut, sondern so 99,9% nur, glaube ich. Und wenn man sowas feststellt, dann muss man natürlich erstmal so ein Monitoring haben, um das überhaupt zu sehen. Also in unserem Fall war es zum Beispiel jemand, der in Liefergebiete geliefert hat in der Schweiz, die nicht abgesprochen waren und dadurch das ganze System ins Wackeln gebracht hat. Dann kann man halt mit der Person erstmal drüber reden und erstmal erklären, was soll das, was läuft da, was hast du für Gründe vielleicht, die wir noch gar nicht wissen. So, und wenn man dann lange genug geredet hat, in unserem Fall ein halbes Jahr, dann kann man auch mal sagen, wir haben ja keinen Vertrag, ne? Also wir könnten auch die Belieferung an dich einstellen im Extremfall. Wir wollen aber nach wie vor lösen, lass uns bitte einen Weg finden. So. Und erst wenn das auch noch fehlschlägt, dann kann man halt einfach von uns aus das auch mal trennen. Und da hatten wir tatsächlich in der gesamten Zeit insgesamt drei Fälle. Also einen Getränkehändler, den wir aus dem genannten Grund rausgeworfen haben, und zwei Menschen, die uns beklaut haben. So, und für so einen Rauswurf haben wir uns extra ein sehr kompliziertes Verfahren überlegt. Das heißt, wir wollen Konsens minus eins erreichen. Das heißt, die Person, um die es geht, die kann auch mitdiskutieren zu der eigenen Rauswurffrage, aber ihr Veto zählt nicht.
sonst wird es ja nicht gehen. Und das heißt aber andersrum, dass wir dann so eine gute, überzeugende Begründung finden müssen, dass niemand anders ein Veto einlegt dagegen. Und das ist nicht so leicht. Und wenn das alle wissen, dann fühlen sich alle einigermaßen sicher. Du kannst nicht rausfliegen, weil du mir nicht gefällst oder irgendwie einen Fehler machst oder langsam bist oder anderer Meinung bist. Das ist alles kein Problem. Nur wenn du vorsätzlich dem Ganzen versuchst zu schaden, dann kann man dich rauswerfen und dann ist es auch möglich. Und wir hatten nur zwei solche Fälle, also zwei solche Nominierungen und dann auch eben diese zwei Rauswürfe. Aber das halte ich für eine sehr gute Quote. Also 17 Jahre, 1700 Partnerinnen und Partner und effektiv nur drei Menschen dabei, die man dann kündigen muss. Das stützt, glaube ich, die These. Ne? Menschen sind gut im Kern, wenn man ihnen so entsprechend entgegenkommt. Okay, dann einmal hier links, bitte. Hallo. Vielen Dank erstmal für die vielen großartigen Inspirationen und Ideen. Meine Frage, gibt es bei Premium Cola ein Konzept für Weiterbildung? Und wenn ja, wie macht ihr das mit dem Geld? Wer bekommt was? Also ein festes Konzept haben wir sowieso für fast nichts. Wir arbeiten einfach so vor uns hin. Und wenn jemand sagt, es gab es ab und zu mal, ich würde gerne mal diese und jene Fortbildung buchen, dann schauen wir, ob wir uns das leisten können. Und wenn ja, dann darf die Person das buchen. Das findet aber in der Praxis sehr selten statt, weil wir, glaube ich, mehr auf dem Job selber mit den Leuten arbeiten und die weiterbilden. Es gibt zum Beispiel keine festen Rollenbeschreibungen mehr. Die gab es früher für die einzelnen Jobrollen. Einfach aus dem Wunsch der Leute, dass sie so eine Klarheit haben, was eigentlich ihre Aufgaben sind. Das haben wir aber irgendwann wieder weggelassen, weil das einfach zu oft sich geändert hat. Und das ist auch wieder aus diesem Gedanken, wie kriegen wir die Leute glücklich? Die Leute entwickeln sich ja über ihren Lebensverlauf und wollen und können andere Dinge machen. Und deswegen müssen wir da immer so ein bisschen uns mitbewegen und denen im Prinzip alles erlauben zu tun, was sie tun wollen. Es sei denn, jemand anders legt ein Veto ein, aber das gibt es praktisch nie. Und dadurch hast du so eine ganz fluide auch Jobtausch, Jobumfangsvariationsmöglichkeit. Du musst halt nur im Ganzen einen stabilen Betrieb auf die Beine stellen. Nur. Nochmal der Signal Angel. Ist irgendwer in diesem Internet mittlerweile aufgewacht? Ich höre nichts. Nee. Nein, keine Fragen aus dem Internet. Okay, dann nochmal das rechte Mikrofon, bitte. Hallo, hallo. Danke für deinen Vortrag. Du machst das Ganze ja jetzt schon ein bisschen länger. Alle Beispiele, die du gerade genannt hast, sind jetzt eher, sag ich mal, Low-Tech-Produkte und Services, oft mit lokalen Nachfragen. Es gibt ja konventionelle Statistiken, dass irgendwie von 5 Startups oder 10, die loslaufen, es vielleicht 1, 2 schaffen. Frage, sind dir in deiner Laufzeit auch so eher Community-Projekte begegnet, die sich in Tech Sektoren, Produkten, Services bewegt haben, komplexere Dinge und Communities oder Initiativen, die gescheitert sind. Warum sind die gescheitert? Also ich würde es andersrum formulieren. Wir haben tatsächlich ein paar Tech-Startups kennengelernt, die häufiger noch in so einer Standard-Schnell-Skalierungs-Investoren-Logik denken. Und das ist häufig so die erste Hürde, die man mit den für uns oder für mich gefühlt nehmen muss. Es geht eigentlich auch bei Tech-Startups immer um Menschen, die mit dem Kram arbeiten und die das dann machen sozusagen. Und es gibt so ein paar Dinge, die Gründer eint, die es schaffen, was auf die Beine zu stellen. Gründer und Gründerinnen, die alle Betroffenen frühzeitig mit einbinden, also ihre Lieferantinnen und Lieferanten, ihre Kundinnen und Kunden und so weiter, die schaffen es tendenziell. Gründerinnen und Gründer, die sich Zeit lassen, schaffen es tendenziell. Und Gründerinnen und Gründer, die ihr eigenes Ding machen, die sich nicht zu sehr am Standard-BWL-Lehrbuch orientieren. Die Kombination aus Eigenschaften ist es häufig. Und wenn eine davon fehlt, ist die Chance höher oder zwei fehlen, ist es höher, dass es eben nicht klappt. Und mit klappt meine ich jetzt aber nicht das mega erfolgreiche, skalierende Tech-Startup, sondern einen stabilen Betrieb aufstellen. Das ist für mich schon ein Erfolg. Okay. Ich sehe ein Licht. Hat der Signal Angel was für uns? Ja, jetzt eine Frage aus dem Internet. Seht ihr einen aktiven Wandel in den großen Wirtschaftsunternehmen, die ihr beraten habt, hin zu Strukturen, die die Menschen, ihre Ideen und Meinungen mehr in den Vordergrund stellen? Gute Frage. Es gibt definitiv diesen Trend, New Work, Augenhöhe, Arbeitswelten 4.0 und so weiter. Es gibt viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen, die Dinge versuchen. Aber aus meiner Wahrnehmung ist das alles viel zu wenig und viel zu langsam. Und häufig auch, ich würde es nicht halbherzig nennen, aber wir werden häufig eingeladen aus bestimmten Abteilungsebenen, die sich bewegen wollen und die aber ganz klar sagen, die Führung geht das nicht mit, wir müssen als U-Boot erstmal arbeiten. So. Also da ist für mich noch gefühlt viel Potenzial
Und ich habe eine Theorie, woran das liegt. Ich glaube, dass bei den allermeisten Menschen, die in solchen Strukturen arbeiten, einfach nach gewissen Jahren so eine Gewöhnung einsetzt an diese Dinge, wie sie halt sind. Und alles, was daraus ist, ist quasi aus dem psychologischen Bezugssystem ein neuer Anker, etwas Unbekanntes, etwas Beängstigendes. Und das wird dann eher vermieden. Und deswegen gehen wir hin und sagen, guck mal, ihr könnt jetzt nicht nur diesen Schritt machen, ihr könnt auch so radikal sein, theoretisch, dann ist der Schritt im Vergleich gar nicht mehr so gefährlich. Und übrigens, es gibt schon andere, die es schon gemacht haben, probiert's mal, wir helfen euch und behaltet eure Struktur, ändert formal nichts, dann muss keiner Angst haben, probiert's einfach mal. Aber da ist noch viel Potenzial und da sind wir auch zum Glück nicht die Einzigen, die da rumfahren, da ist noch viel zu tun. Ich war bei einer Fluggesellschaft vor ein paar Wochen. Die haben in dem ganzen Gebäude, wo sie Flugzeuginneneinrichtungen entwickeln, also da gibt es keinen Kundenkontakt, haben die Regel, dass es keinerlei private Gegenstände geben darf. Nicht mal ein Kaffeebecher wurde denen verboten. Wenn ich mich frage, was soll der Quatsch? Du machst die Leute unzufrieden, dann wirst du schlechtere Arbeit von denen bekommen. Das macht gar keinen Sinn. Aber das sind so, wo ich dann denke, so, oh Gott, welches Jahr haben wir? Ne? Haben wir irgendwie 1903 oder so? Also da geht noch ganz viel und da muss noch ganz viel gehen. Okay, dann gehen wir nochmal hier nach links, bitte. Danke für den Vortrag. Mich würde mal interessieren, wie ihr genau am Ende auf dieses Nullergebnis im Jahr kommt. Ob die ganzen Faktoren wie jetzt Getränkepreise oder Gehälter so flexibel sind, um wirklich immer dieses Ziel zu erreichen. Oder ob am Ende vielleicht dann doch mal was übrig ist, was dann vielleicht gespendet wird. Oder wie ihr mit Überschuss oder vielleicht zu wenig Geld am Ende des Jahres umgeht. Berechtigte Frage. Wir haben übers Jahr hinweg so viele Faktoren, die von außen auf uns wirken, dass wir gar nicht exakt auf diese Null am Jahresende zusteuern können. Und wir haben ein paar Mal den Fall gehabt, dass wir aus unserer Sicht zu viel über hatten und haben dann im Konsens entschieden, was wir damit machen. Wir erhöhen die Löhne für alle Betroffenen, wir helfen dem Abfüller beim Kauf einer neuen Maschine, also strecken ihm das vor. Wir kaufen schon mal Leergut fürs Frühjahr, was mal immer ein Problem ist, dann hast du nicht genug Kisten und Flaschen. Oder wir senken die Preise, haben wir auch viermal schon gemacht, einfach weil es ging, sodass die Konsumenten und Konsumentinnen davon profitieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich relativ glatt auf diese Null rauslaufen, aber das können wir auch ein bisschen gestalten. Wir können ja zum Beispiel, was haben wir aktuell gemacht, schon mal eine Abfüllung jetzt für dieses Jahr schon mal gemacht und bezahlt, damit wir sie schon im Bestand haben und die Kosten schon haben, dass wir zum Jahreswechsel auch für die Steuer nicht zu hohe Erlöse haben. Also da ist so ein bisschen Gestaltungsspielraum ist dabei. Was aber völlig klar ist, es darf nicht eine einzelne Person geben, die dann irgendwelche Gewinne einstreichen darf. Das ist sozusagen die Grundbedingung. Und gespendet haben wir auch an der Liste von über 30 Organisationen verschiedenster Art, hängen das aber nicht an die große Glocke, weil das aus unserer Sicht in die falsche Richtung gehen könnte. Nämlich, als Unternehmender kannst du es ja so machen, dass du einfach deine Kosten und deine Löhne und sowas alles rechnest und auf den Preis kommst und dann rechnest du einen Spendenanteil obendrauf und dann zweigst du den ab und erklärst dich als Sozialunternehmer. Das ist aber nicht richtig. Du musst eigentlich schon vorher diese ganze Kette sauber bekümmern. Und deswegen wollen wir nicht so ein bisschen in diesen Topf geworfen werden, dieser Charity-Getränke. Es gibt ja sogar eine, die so heißt, die halt aus meiner Sicht nichts anderes machen, als dass diesen Spendenanteil oben drauf rechnen, den abzweigen und sich dann auf die Schulter zu klopfen. Okay, dann nochmal hier rechts, bitte. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Und zwar der eine ist, sind die Regelwerke oder die ganzen die Regeln, die du erklärt hast, irgendwie dokumentiert und zugänglich, dass man das nachlesen kann und eventuell auch für andere Vereine verwenden? Und die zweite Frage ist, wie gehst du um? Du hast drei Beispiele gehabt, wo du gesagt hast, du hast als Gründer entscheiden müssen. Du bist ja nicht nur Gründer, sondern auch Geschäftsführer von der Firma, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder verantwortlich am Ende des Tages. Du stehst dafür gerade, wenn irgendwas nicht rechtens ist. Wie gehst du damit um, wenn dann Entscheidungen vom Kollektiv mit dem, was du, mit dem du da gerade stehen musst, nicht vereinbaren kannst? Also angenommen, es würde ein Vorschlag im Raum stehen, der mich in ein sehr großes Risiko bringt oder der zu meinem starken Nachteil wäre, dann hätte ich ja das gleiche Vetorecht wie alle anderen auch. Also ich könnte sowas auch durch ein Veto blockieren. Ist aber in der Praxis gar nicht nötig, weil wir so ein gutes Miteinander haben, dass die anderen schon häufig mitdenken und sagen, wenn wir das machen, dann müssen wir darauf achten, dass es nicht ein Risiko für einen Uwe wird und so. Also da haben wir das Problem, glaube ich, nicht an der Stelle. Und selbst wenn, könnte ich halt einfach ein Veto einlegen und dann wäre dieser Vorschlag auch vom Tisch. Diese Betrachtungsweise, dass ich verantwortlich bin, die ist, glaube ich, nur zum Teil richtig, weil es formal schon so ist. Mein Name steht drauf. Wenn mit den Flaschen was nicht stimmt, dann ist erstmal bin ich die haftende Person.
Aber wenn ich jetzt insolvent ginge, dann hätten die Abfüllerinnen und Abfüller auch keinen Auftraggeber mehr. Die Buchhalterin Katja hätte keinen mehr der ihre Rechnung bezahlt. Also diese Trennung in intern, extern und verantwortlich und nicht verantwortlich, die ist aus meiner Sicht überholt. Überall da, wo wir uns aufeinander auswirken, müssen wir eigentlich als Ganzes das betrachten. Und zur ersten Frage, was war sie nochmal, ganz kurz? Ob diese Regelwerke irgendwie dokumentiert sind. Also wir haben tatsächlich vor 10 Jahren mal alles aufgeschrieben und haben das Betriebssystem genannt und auf die Homepage gestellt, als CC by SA-Lizenz, damit andere Organisationen sich sowas teilweise auch nur, wenn sie wollen, nehmen können. Was online steht, ist auch nach wie vor richtig, aber wir sind total hinterher, was das Online-Stellen neuer Module angeht. Also wir sind längst viel weiterentwickelt, als es online zu sehen ist, leider. Schaffen es einfach nicht. Ja, das glaube ich. Danke. Okay, jetzt ist unsere Zeit hier leider abgelaufen, obwohl wir noch bestimmt gute Fragen hätten. Aber ihr könnt euch ja alle an den Uwe, glaube ich, noch persönlich wenden. Da steht er sicher für Fragen bereit. Also nochmal einen herzlichen Applaus für Uwe für den tollen Vortrag. Applaus.